Hi, das hier ist Kachelfleisch vom Rind, Spider-Cut, Fledermaus-Steak, wie ihr es auch immer nennen wollt. Und das hier ist eine Auberginen-Feta-Creme. Und wie ihr das macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Mein Big Finneck Minimax habe ich mir auf so gut 200 Grad vorgeheizt und zwar benutzen wir indirekte Hitze. Das heißt also, wir haben jetzt hier den Grillrost drin liegen und dann habe ich hier die Auberginen und lege die jetzt direkt auf die Hitze drauf. Wichtig ist tatsächlich jetzt nicht volle Pulle den Grill anzumachen, sondern so 220, 230 Grad reicht vollkommen und dann grillen wir die jetzt erstmal 10 Minuten von der einen Seite an. Schauen wir mal nach unseren Auberginen. Ja, die kriegen schon schön Farbe und werden weich. Das sollen sie auch werden. Wir wollen die ja später auskratzen. Wir wollen ja an das Mousse, an das Heiße dran. Also Deckel zu und weiter grillen. So, während die Auberginen jetzt auf dem Grill sind, können wir uns ja eben schnell um die andere Schnibbelarbeit kümmern. Das heißt, ich habe also hier zwei Knoblauchzehen. Da schneide ich hinten das Ende ab, hau einmal kurz mit dem Messer drauf und schon können wir sie quasi schälen. So, und dann hacken wir die Knoblauchzehen richtig schön fein. Der Knoblauch wandert in eine Schüssel. Und dann habe ich hier ein Stück Feta-Käse. Der wird jetzt mit den Händen einfach schon mal klein gebröselt. Also schaut, dass ihr den wirklich schon fein gebröselt kriegt. Je feiner ihr ihn jetzt bekommt, umso besser lässt sich das gleich noch vermischen. So, nach insgesamt 20 Minuten sind unsere Auberginen von außen relativ schwarz. Das ist gut und vor allem sind sie, ihr seht das, weich. Die nehme ich jetzt vom Grill runter. So, hier liegen die Auberginen, die dampfen jetzt gerade so ein bisschen aus. Hier habe ich meinen Feta mit dem Knoblauch. Da gebe ich jetzt noch einen guten Teelöffel Oregano noch mit dran. Wenn ihr frischen Oregano habt, verwendet natürlich frischen Oregano, ganz klar. So, jetzt habe ich also hier meine Aubergine. Die schneiden wir jetzt auf. Und dann werde ich mit einem Löffel, mit einem Esslöffel, das Innere herauskratzen. Ihr seht, das ist total weich. Das können wir so rausnehmen. Und das geben wir einfach mit zum Feta mit dazu. Schaut mal, wie weich das hier ist. Also die Auberginen leeren sich quasi von alleine. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder habt ihr eine Küchenmaschine, wo ihr das jetzt durchjagt, oder ihr müsst wirklich hier ordentlich mit einer Gabel oder mit einem Löffel das Ganze jetzt also ordentlich durchkneten, dass eben dieses Auberginenmus sich mit dem Feta-Käse, dem Knoblauch, dem Oregano verbindet. Gleich werde ich auch noch einen Löffel Salz mit dran schmeißen. Wenn ihr einen Pürierstab habt, könnt ihr auch einen Pürierstab nehmen. Aber ich denke, wir belassen es jetzt hier bei dieser rustikalen Variante. So, jetzt kommt noch die Prise Salz mit dazu. Ein bisschen mehr sogar noch. So, alles gut durchrühren. Damit ist die Auberginencreme dann fertig. Die lasse ich jetzt noch kurz stehen, beziehungsweise stelle sie in den Kühlschrank. Dann wird die zum einen fester und zieht aber auch noch richtig schön durch, dass der Geschmack richtig rund wird. Aber freut euch drauf, das ist eine richtig, richtig leckere Geschichte hier. Die Auberginencreme könnt ihr super vorbereiten und am besten auch schon einen Tag vorher machen. Und jetzt haben wir hier unser Spider-Steak, unser Kachelfleisch, unser Fledermausstück. Das grillen wir jetzt schön scharf auf dem Eck an. So, das Minimax ist auf Temperatur. Machen wir es einmal auf und grillen unsere Spider-Steaks an. So, kurze Zeit später drehen wir unser Kachelfleisch mal.
Das sieht gut aus. Und den Deckel wieder zu. So, nach weiteren 3 Minuten von der Seite ist unser Kachelfleisch vom Rind auf jeden Fall gut angegrillt. Es ist aber noch nicht fertig. Wir müssen es noch gar ziehen lassen. Dafür hebe ich jetzt gerade mal den Grillrost an, setze den Deflektor ein, den Konvektor, dass wir also das Fleisch jetzt mit indirekter Hitze noch gar ziehen können. Wir schauen mal nach der Kerntemperatur. Könnt ihr das sehen? 39 Grad, 40 Grad haben wir. Das Stück hier wird ein klein wenig weiter sein. Ja, 52. Aber auch hier sind wir noch nicht am Ziel. Zieltemperatur sind so 58, 60 Grad. Kachelfleisch, also gerade das vom Rind, könnt ihr ruhig ein bisschen weiter garen. Das wird tatsächlich dann immer zarter. Also wir machen mal den Deckel zu und sehen uns gleich wieder. So, unser dünnes Kachelfleisch ist in jedem Fall mal fertig. Das nehmen wir runter. Das andere schneide ich dann gleich auf, aber das hier ist auf jeden Fall schon mal perfekt. So, die Auberginen-Feta-Creme habe ich jetzt mal diese kleinen Schälchen hier gefüllt und hier habe ich jetzt eins von dem Kachelfleisch. Das schnappe ich mir jetzt, schneiden das einmal hier an. Schaut euch das an. Leicht rosa und dann schneiden wir das jetzt mal durch. Kachelfleisch, wie gesagt, vom Schwein oder vom Rind, ein absolut empfehlenswertes Stück für den Grill zum Kurzbraten. Solltet ihr auf jeden Fall mal machen. Und ja, so sieht das Ganze aus und jetzt wird probiert. So, hier habe ich das Kachelfleisch vom Rind, hier habe ich die Auberginen-Feta-Creme und wir probieren jetzt erstmal das Fleisch ohne die Creme, einfach nur so. Habt ihr es gesehen? Das zupft sich so auseinander. Also das Kachelfleisch selber hat schon Biss, aber der Geschmack ist einfach super gut und es ist halt super saftig. Und dann habe ich jetzt hier die Kombination aus Kachelfleisch mit dieser Feta-Auberginen-Creme. Oh, danach solltet ihr keine Termine mehr haben. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Die hat mächtig Schub, aber super lecker. Ja, es ist schön, da geht die Sonne auf. Sonne kann sich heute nicht ganz entscheiden, ob sie drin bleibt oder rauskommt. Die Feta-Creme ist richtig, richtig gut. Ordentlich Knoblauch dran, aber richtig, richtig gut. Und eine perfekte Verbindung zu dem Kachelfleisch. Das ist eine super Kombination, die solltet ihr gerne mal ausprobieren. Den Link zum Fleisch setze ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Kachelfleisch vom Rind auf jeden Fall mal ausprobieren. Mal was anderes als eben der klassische Steak-Cut aus dem Rücken. Richtig, richtig gut. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet noch kein Abonnent meines Kanals sein, hier unten habt ihr die Möglichkeit, auf kostenfreie Ehrengriller-Basis das zu ändern. Wenn ihr Abonnenten seid und habt dieses Glöckchen noch nicht aktiviert, tut dies bitte, dann werdet ihr nämlich immer informiert, wenn ein neues Video rauskommt. Ansonsten, wer bei Instagram ist, folgt Barbecue aus Rheinhessen sehr gerne bei Instagram, denn dann gab es von dem Gericht hier schon ein Foto. Es gibt immer kurze Fotos, Videos vom Dreh, was auch immer. Ihr seid bei Instagram wirklich sehr, sehr, sehr nah dran. Also, das war's für dieses Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.